Okay, ihr Lieben. Wir holen Cargo Drop. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich das Rädchen einsammle, ne, und dann rüberlaufe. Auf geht's. Er in seiner schweren Rüstung. Oh Gott im Himmel. Vor allem ist er noch so langsam, ne? Da müssen wir auch mal gucken, was man noch machen kann. Welche Modifikation man dann in die Ausrüstung reinballert, um hier noch schneller zu werden. Hoch damit. Schnauf. Guck mal, 400 Meter. 500 Meter. Und dann haben wir es. Nicht genug Aussage. Komm, über den Berg, das schaffst du. Oh Gott, da hinten. Okay, es ist auf der Straße gewesen. Spiel, ja, ist okay. Ich fahre dann, ich nehme die Straße zurück, dann ist es entspannter. Aber das ist ja voll der Megaberg hier, ne? Das ist ja übertriebenst. Beides können wir auch im Rad fahren da, ne? Guck mal, da lummert rum. Hey, was ist mit dir los? Was ist los? Das ist mein Berg, du Pimmel. Und nicht rückwärts. Okay, dann rückwärts. Dann fahr halt rückwärts. Ist in Ordnung. So, auf geht's. Downhill. Dunk, dunk, dunk. Das Fahrrad hat auch schon gut Schaden abbekommen, ne? Da müssen wir auch aufpassen. Guck mal, das Häuschen hier ist auch schön. Das sieht auch toll aus. So, was haben wir drin? Selbstgebaute Pistole, Steroide, freue ich mich sehr. Drei Bücherpaket und Fertigungszeitschriften. Warte mal hier. Schüsse in die Beine mit Pfeilen und Bolzen verlangsamen deine Gegner. Okay, für die EP nehmen wir es mit. Dann haben wir hier, bekämpfe Feuer mit Feuer, die Feuereffekte von Brandwaffen wie Fackeln und Molotow-Cocktails brennen 10% länger. Okay. Und panzerbrechende Muni, alles klar. Dann haben wir hier Rüstung. Okay, wir haben hier die Fallen. Wir haben hier Erntewerkzeuge. Steinwerkzeuge, Qualitätsstufe 3, ich freue mich. Ist super. Ist gerade ganz, ganz toll. Beste Loot heute. Hallöchen, Oma. Ich grüße dich, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Danke dir fürs Reinschauen. The Papo Residence. Ach, das war das Ding. Okay. Ihr seid oben, oder? Oder kommt ihr runter? Ich komme rauf. Ich komme rauf. Alles gut. Nur keine Hektik. Hi. Ne, warte mal. Entschuldigung, ich habe die. Ich dachte schon, warum mache ich keinen Damage? Yeah! Das ist schon eher. Rüstungsplatten und wir haben hier einen Schrank noch. So, wo seid denn ihr Pimmel jetzt? Wo gammelt denn ihr Lappen rum? Nein, unten irgendwo, ne? Oder wart ihr außen? Was außen? Schnauze. Toll. Sollte noch einer. Wo kommst denn du her? One-Hit-Wonder, hä? Huh? Ja. Bleib liegen. Yeah!
Oh Gott, kommt die Mutti von hinten. Alter. Du Drecksau. Da ist auch noch einer. Komm schon. Aufs Köpfchen. Sehr schön. Okay, den Bürostuhl, ich glaube, der gibt Leder, ne? Yes, sehr schön. Dann können wir den abbauen. Ihn durchsuchen. Bisschen Stoff. Du warst, glaube ich, nur ein Stoffsofa, ne? Ja. Ein gammeliges Stoffsofa. Gammelwasser, da ist nichts drin. So, nur ein bisschen Messing. Rüstungsteile, sehr geil. Den können wir für die Teile abbauen. Könnten wir ihn hier reparieren und verkaufen. Kleiderhaufen, sehr wichtig, wegen den Rüstungsteilen. Die brauchen wir ja. Dann knacken wir oben noch den Safe. Nahkampfwaffen und Werkzeuge. Durch diesen, Messer und Macheten haben keinen Kopf, der beschwert werden kann. Geht, glaube ich, aber auch nicht für die Handschuhe, ne? Oder für Faustwaffen. Rau. Wo ist denn da noch einer? Komm her. Klopsi. Hey, alles cool? Ha. Du Saftnase. Komm her. Yeah. Wo? Mann, die hast mich gehauen. Ha. Was ist los? Da legst du nieder. So, was war hier? Hier haben wir normaler Müll. Heidelbeeren. Holz. Den Safe, den wollte ich noch wegmachen. Und natürlich ihn hier, wegen dem Messing. Ist klar. Kaffee mit Kaffee. Sehr schön. Die Hocker geben nichts außer Stahl. Oh, da geht's runter. Knochen. Kartoschkas. Gammelfleisch. Das Glas nehmen wir mit. Und noch mehr Schuhe. So, irgendwo ist ja noch einer am Stöhnen. Ja, du wieder, ne? Komm her. Auf geht's. Bist nicht so tanky wie ich, du Arschloch. Ich bin überladen. Aber ich hab Steroid. Genau. Kipp dir die Spritze in Pillenform in den Hals. So macht man das. Müll, dann haben wir ihn noch. Für das Leder. Das ich ja noch brauche für meine Rüstung. Gut, Schwere. Dann haben wir noch einen Heizkörper. Den man zerlegen kann. So, was haben wir hier drin? Oh Gott. Okay, ich dachte, es dauert lang. Tut's aber nicht. Waffentaschenlampe-Mod. Gut, kann man verkaufen. Eisenschlagring könnte man im Prinzip die, was mit dir her? 139, die werden verkauft. Mais-Samen. Ich brauche das zum Beispiel gerade nicht. Das kannst du eigentlich zurücktun. Eisenschlagring. Was gibt Eisenschlagring? Gib mir sowas. Gib dir Geld ein bisschen. Nehmen wir den Money noch mit. Dann passt es doch. Den kannst du hier lassen. Sehr schön. Okay. Tut
So, hat er noch Wasser drin. Dann haben wir hier alles. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt endlich mal nach Hause und dann zum Händler. Zimender Jones. Genau, nehmen wir mit. Was hast du noch? Irgendwas Tolles? Eisenpfeil. Machst du das? Benzin. Das brauchen wir nicht. Passt doch. Also ab nach Hause. Über den Berg. Nein, nicht über den Berg. Oder ist es hier ebener, der Berg? Sieht so aus. Dann hier gleich auch geht's runter. Da war wieder ein freundlicher Wandersmann, der einfach nur saugenervt ist, dass an seiner Lieblingsstrecke die Radfahrer vorbeifahren. Ne? Halt die Schnauze, das ist auch ein Radweg. Mir scheißegal, ob du hier wanderst. Hier kann man auch mit dem Rad fahren. So ein Pimmel. Oh, jetzt habe ich keinen Speed mehr. Jetzt habe ich es wegen dem. Oh Mann. Komm jetzt auf, hoch geht's. Oh, weißt du was, ich lauf. Oh, ich hasse das. Oh, ja, ich weiß. Mann. Halt die Backen. Komm, steh auf. Mann. So, hier und jetzt. Um und hoch und hin und her. Ah, ist doch herrlich. So. Oh, da ist sogar ein Anwesen, ne? Irgendwas ist da. Versteckt. Komm, hoch, 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 hoch. Mann, nein! Das ist ein Traum. Es ist gerade echt hier nie wieder. Was? Oh, ich bin ja voll. Oh, leck. Ja, ich weiß. I know. Komm, hier weg damit. Rädle. Auf geht's. Oh, was ist das denn? Halt einfach mal hier. Trailerpark. Oder was? Schnauze. Ich sagte Schnauze. Was haben wir hier? Vorschlaghammer. Da kommt noch einer. Kochtopf. Und Dwayne. Und was ist der andere? So, easy. Dann erstmal was essen. Sehr schön. Kühlschrank. Wo haben die Suppe? Stoff brauchen wir erstmal nicht. Geh doch einfach ums Auto rum. Sehr nice. Noch Gepäck. Rüstungsplatten. Sehr schön. Also war eine gute Idee, hier mal vorbeizuschauen. Kleber. Brauchen wir kein Plastik. Na, Kleber mit. So. Dann sind wir gleich da. Gleich, ich hab's gleich, ne? Gleich hab ich's. So, machst du mal so und so. Ab nach Hause.
Und dann endlich die Stufe 2 Quest, ne? Dann machen wir noch eine Quest. Cheep, cheep, cheep. Vielleicht ist ja schon was von den Pflanzen fertig. Da gibt es ja ordentlich hier an Hopfen. Oh, nee, ich dachte, es wäre Bobsy. Ist aber nicht. Nee, warte mal. Oh, fuck. Jetzt hier. Das ist besser. Das ist sehr viel besser, ne? So, dann nehmen wir direkt bei Rack die Quest an. Und fahren dann nach Hause, liefern das Zeug ab und gehen da dahin. Schauen, was er hat. I'd shake your hand, but I bet you got dysentery, the way you smell. Chop, chop, dumb fuck. Nimm's bitte mal. Nimm den hier. Das hier, das hier und das hier. Den Money. Cha-ching! Great! Cha-ching. Here you go. Don't spend it all in one place. Wir nehmen das hier. So, Aufgaben, Stufe 2. Beseitige Zombies. I don't like you. But den maybe Krypten. I'll change my mind. Are you out of your goddamn mind? Stromzufuhr abholen. Listen up, jackass. You want I've had enough of your bullshit. Oh, look who's nobody. Listen up, jackass. Okay, gehen wir in die Krypten. You, it's a deal. Disappoint me, and you'll find yourself. Dann gehen wir in die Krypten. Oh, ich wollte noch Hopfen gucken, ne? Hopfen. Hast du Hopfen? Don't test my patience. It's thinner than your wallet. Hast du Hopfen? Hast du nichts? Du hast du Bier? Hast du auch nicht. Hast ja gar nichts, hör mal. Nicht wirklich, ne? Nicht wirklich. Was hast du denn an Büchern? Auch nicht wirklich was Gescheites. Den Wasserfilter müsste man sich irgendwann mal holen. Oh, der hat schon Scheinwerfer. Und Generatoren. Okay. Da war das Reset Tag 7. Das müssen wir im Auge behalten. Generator holen. Scheinwerfer holen. Dass wir die schon mal mitnehmen, zumindest ein. Okay. Aber das passt. Dann. Hör auf, gegen den Zaun zu hauen. So. Krypten. Ich habe eine Idee, was die Krypten waren. Das war doch hier dieses verwinkelte kirchenähnliche Ding, ne? So, Wasser. Gönn dir. Dann kannst du hier noch Wasser aufkochen. 8 Stück. Hast Hunger und Durst. Rein damit. Rein damit. Das wird aufgehoben. Das brauchen wir alles hier unten. Der rein. Der rein. So, Schlagring. Womit repariere ich den?
Auch mit so einem Werkzeugset, okay. Dann gönn dir die Suppe. Sollte reichen. Oder nimmst du noch ein bisschen Wasser zu dir? Gönnst dir das noch? So, hier haben wir noch jede Menge Steine. Das ist gut. Eisenklappen bräuchten wir, ne? Für die Hortenfalle. Stahlklappen, ja, das noch nicht. Gut, wie schaut's aus hier bei den Feldern? Das wächst und gedeiht, das ist schön. Dann gehen wir in die Krypta. Auf geht's. Dann hauen wir den rum. Dann passt das doch. So, mitten im Nirgendwo. So, warte mal, wo war die denn? Und wie sah die aus? Ja, doch, genau. Das war das Teil hier. Ja, dann würde ich mal sagen, parken wir hier, nehmen an den Lachs und dann geht's rein in die Krypta. Sehr schön. Okay, alle hopp. Ist sehr lange her. Guck mal, da sitzt schon einer. 1, 2, nur 2, okay. Klopsi, alles klar. So, das Blatt. Von außen kommt noch jemand. Ich höre dich trapsen. Ja, genau. Nicht über die Mauer, das macht man nicht. In die fette. In die Eier. In die Eier. Ja, du. Ja, genau. Ha. So, es ist nur Stoff. Aber da trappst doch auch noch jemand rum hier. Ja, genau. Die Krankenschwester. Einfach mal am Ausrasten hier. Ja, sehr schön. Einen Reifen. Oh, na gut, dann du auch noch. Sehr schön. Jetzt lass mich mal hier rein, bitte. Geld gefunden. Warte mal, hier konnte man doch die Gräber ausbuddeln, ne? War das nicht so, dass hier Särge drin waren? Ja, was war drin? Knochen vom Jochen. Und Gammelfleisch. Okay. Gab es ja noch mehr Gräber? Tatsache. Aber es sind auch noch mehr Viecher. 2 Stück. Hauptsache keine Hunde, ne? Oh Gott im Himmel. Was habe ich dir denn jetzt gebrochen? I don't know. Ist auch egal. So, wir schauen hier mal rein.
Ging es hier rein? Ja, okay, dann gucken wir erstmal hier noch und buddeln noch eine Runde. Eine Grabschändung muss auch sein. Finden sich ja immer total tolle Sachen drin. Oder auch nicht. Und ich hasse diese Gräser, diese kleinen Pimmelkackgräser, die du erstmal weggraben musst, um dann da ranzukommen. Das ist so ätzend. Die Scheiße. Okay. Guck mal, den kannst du hier durchlooten. Okay. Gold Nuggets. Da kannst du einfach mal durch die Erde gelootet. Buddeln. Leder, sehr wichtig. Aber gibt es ja viele tolle Sachen. Vor allem viele Gräber, ne? Aber wegen der Rüstungsteilen ist es halt schon wichtig auch, ne? Das mitzunehmen. Das sind schon einige. Guck mal, wie viele Gräber das waren. Junge, Junge. Okay. Hier haben wir noch Müll. Da haben wir noch Glas für später. Und noch mehr Metallteile. Sehr schön. Dann. Warte mal, war da drüben was zum Graben? Nein. Dann gehen wir rein. So, Klopsi und da hinten, okay. Auf die fette Wand. Jawohl. Okay, hier ist anscheinend dezent der Kellermeiner. Kann man da auch Gräber rausheben? Ist da was drin? Nein. Okay, ich kenne das doch noch nicht. Das ist mir neu sozusagen. Wo bist denn du? Da hinten. Sonst prügle ich dich in die Stacheln rein. Aber es gibt hier viele Rüstungsteile. Das ist super. Bleib liegen. Ist okay. Ist okay. Hier geht's rein. Da auch. Da haben wir aber Metallteile, ne? Das ist gefährlich. Sehr schön. Skillpunkt. Und da geht's auch nochmal hin. Wahrscheinlich geht's hier raus. Das finde ich aber ehrlich gesagt sehr gefährlich. Wunderbar. Steroide. Und wenn wir. Dann gehen wir rein. Nein.
Scheiße. Mann, das bist du schon. Mann. Und da, ihr Pimmel, ihr kommt doch her. Ah, Mann, diese scheiß Kisten. Ah, ja, ich bin tanky als du. Indie. Ah, ja, Mann. Komm raus jetzt. Komm runter. Ah, so eine Scheiße. Diese Dreckskisten. Ah, muss echt aufpassen. Furchtbar. So. Totengräber-Mod. Sehr schön für die Schaufel. Dann panzerbrechende Munition für Punkt 45. Knochenmesser. Kannst du legen. Was nimmst du mit? Money. Zum Verchecken. Und Medizin. Können wir reparieren. Kürbissamen. Warte mal, hast du irgendwie Messing gegeben? Tatsache, hast du. Und eine Kerze. So. Gut. Wir haben alles, dann können wir es abgeben. Das heißt, hier jetzt durch und hier hoch. Naja, komm hier raus. Okay. So, dann was da hinten. Und dann haben wir doch auch eine Quest erledigt. So, wir könnten dann, wenn es Nacht wird, noch eine zweite machen zumindest. Mal gucken. Wäre von der Zeit auf jeden Fall noch eine drin. Ich glaube, der hatte noch eine am Start, ne? Vom Schaden her ist es in Ordnung, das passt alles. Passt du da durch mit deinem Rädchen? Jawohl. Okay. Easy. Also, Krypten war neu für mich. Dysentery, the way you smell. Da würde ich die Taschenmod nehmen. Sehr schön. Die können wir ja dann in die Rüstung hier reinsetzen. Haben wir einen Taschenplatz mehr. Das ist super. Und Aufgabe. Stromzufuhr, nur nachts. Hey, Jerk. You need some work? Or what? Ja, Maggie's Corner Kaffee, das machen wir. Can't say I'm not surprised. Okay. Oh, das war Trick 17 und ich hab's verkackt. Oh, mein Herr. Gut. Ist die Sache, ob 18 Uhr schon nachts ist oder ob ich dafür 22 Uhr brauche? Das weiß ich nicht. Rein da, rein da, rein. Oh, warte mal, die Nuggets kannst du verkaufen, das hier verkaufen. Mal total vergessen. Passt, passt, passt. Hier das Ding auch alles. Aufräumen, ne? Also sortieren den ganzen Scheiß, das mache ich bis zum nächsten Mal. Jetzt aber noch nicht. So, jetzt fahren wir nochmal zum Racks. Verkaufen noch. So. Let's get this over with. Sehr gut. 622.
Kochen könnte man mitnehmen. Alright, now that we're done doing business, Speck mit Eiern und Kaffee. Ja, Kürbisbrot und Blaubeerkuchen. Ja, das sollten wir machen, ne Barfood. Speck mit Eiern, gerade das, enorm wichtig. Da muss ich aber gucken, dass ich das bis zur Horde nachts in 2 Tagen am Start habe, ne? 4 Stunden. Oh. Meister Hoppel, wo bist denn du jetzt? Da bist du. Da bist du. Komm. Das ist halt immer so. Scheiß mit den Hasen, ne? Die kriegst du halt nicht im Nahkampf. Nee, der ist zu schnell. Schade. Da was anderes. So, jetzt aufgehen. Maggie's Corner Café. Weihnacht. Ist die Sache, ob das jetzt schon geht. Was willst du jetzt von mir, ha? Komm mal runter. Hier hin. Auf geht's. Die Backen. Vielleicht treffe ich aber noch einen Stadtreh, ne? Das wäre super. Gedunk-dunk. So. Oh, warte mal, waren hier Hunde? Oder nicht? Das weiß ich ja nicht. Zwischen 22 und 1 Uhr. Oh Gott, das heißt, es sind ja noch ein paar Minuten. Oh boy, okay. Ja, okay. Das dauert jetzt aber noch einige Zeit lang. Ich glaube 20 Minuten, 10 Minuten. Die Sache, was machen wir so lang? Können das Polizeiauto. Das ist schon leer, okay. Könnte aber generell hier mal die Sachen looten. Ist sehr, sehr toll. So, Clownhammer, Qualitätsstufe 4. So, finden wir Dukes Beute. Und. Wutmodus. Nachdem du getroffen wurdest, sind Raufangriffe um 20% schneller und deine Bewegungsgeschwindigkeit wird um 10% erhöht. Oh, es gab Bonus. Hör mal, nice. Welchen denn? Kneipenschlägerei. Der 7. Fluch. Der 7. unbewaffnete Schlag immer kurze Zeit verursacht 300% Schaden. Yeah! Yeah. Boah, toll. Boah, der Bild wird so gut werden, ne? Das wird so toll werden. Ich freue mich jetzt schon. Die Horde-Nacht kann kommen. Armored up. Das hier. So. Was dauert immer noch, ne? Das ist immer noch 2 Stunden. Fast 3. Ich glaube, wir nutzen die Zeit und sammeln so lange noch Magazine. Stadt unsicher machen. Ein Reh finden. Tim's Beer and Liquor. Da könnte man vielleicht noch was zum Essen holen. Oh, ist aber Level 3. Kleinwagen, was haben wir drin? Ja, okay. Okay. Oh, da hat's. Oh, da hat es sehr viel Glas.
Das ist praktisch. Das könnte man mitnehmen, ne? Guck mal hier. Nur für die Solarzellen, muss man immer bedenken. Ah, das gehört dazu. Aber hier oben die nicht, ne? Ich habe generell so das Gefühl, dass du mehr Glas auch findest im Moment. So, was haben wir hier? Haben wir nix. Ein Gammel-Sandwich. Den Automaten kannst du abbauen für Stahlbarren und Eisenbarren. So, sollten jetzt aber benutzbar sein, sprich Getränke verkaufen, dann würdest du beim Abbauen einen Stromschlag bekommen. Toilette. Aha. Das heißt, die nehmen wir auch noch mit. Für Motorteile. Und ich glaube auch... Okay, doch nicht. Ich hätte gedacht, da wäre auch noch Eisenbarren drin. Aber ist nicht. So, ich hätte gerne noch das obligatorische Straßenreh. Weil das kann ja noch dauern, ne, bis es losgeht. Oder wir starten einfach hier mit der Nachtmission am Montag. Das wäre, denke ich, auch eine gute Alternative. Polizeiauto. Dann können wir es hier reinpacken. Das hier, das Glas auf jeden Fall. Dann brauchen wir nichts, nur eine. Benzin und das und das. Dann hauen wir die Gräbermod noch rein. Sehr schön. Und dann bauen wir das mehr ab, ne? Sollten wir eigentlich packen. Oh, grüner. Okay. Let's do this. Gelbe Augen. Oh, der macht Bumm. Der macht Bumm, der macht Bumm. Ja, und... Gönn dir. Yeah, nice. Okay. Okay. War machbar. Cool. Ganz entspannt. Ja, warum nicht? Gönn dir... In aller Ruhe gönn dir selbstgebautes Revers. Weißt du was, es lief so gut. Das machen wir doch mal. Das machen wir doch nochmal. Ich würde ein Wasser trinken, wegen dem Geschwindigkeitsbonus. Eigentlich. Okay. Let's do this. Komm, das war ja mal easy shit hier. Okay, noch ein grüner. Ja.
Komm her. Auf geht's. Yeah, baby. Auf die fette Plauze. Yeah. Yeah. Tupp doch alle her. Tupp doch alle her. Tupp doch her. Na ihr Kackbullen, wo bist denn du? Da hinten. Komm doch her. Was ist mit dir, ha? Komm her, du Pimmelkopf. Ja, ich zermatsche euch das hier, ne, du. Oh, warte mal, keine Ausdauer. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ausdauer. Au. Er hat gezimmert. Ja, was denn hier? Klopsi. Auf geht's. Komm her, Klopsi. Was ist denn hier los? Ja, geil. Jo, ich freue mich. Ja, war doch cool. Auf jeden Fall. Geile Sache. Sehr tanky. Läuft gut. Und ich würde sagen... Oh, Intelligenzmod. Das passt dir doch alles. Ihr Lieben, sehr, sehr geil. Das jetzt schon, ne? Oh. Nimmst du mit? Dann gehen wir hier noch gucken. Haben wir noch was drin? Ich glaube, hier drin ist die Mutti. Ja. Und es zischt und knallt und rumst und bumst. Das ist super. Oh, hier kommen noch zwei. Warte, warte, ich hab's gleich. Ich hab's doch gleich. Oh, Baby! Ich liebe diesen Bild. Das wird so gut. Das wird so gut werden. Ja, komm her, du Arsch. Ja, komm noch. Schnell dich mal her. Ich deck dich. Alter, Junge, 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 Junge. Boah, das ist super. Das ist einfach nur... Schön. Einfach nur ein Träumchen. So. Mal komplett ausgerastet. Und hier noch ein Bürostuhl. Für Leder. Was ist mit dir, ha? Huh? Komm schon. So, stehst du auf meinem Glas. Danke. Was soll denn das? Runter vom Glas. So, hier kann man abschalten. Spinde mit Leder. Oh, da haben wir einen Huhn. Huhn? Huhn? War doch ein Huhn. Yes. Nein, Huhn, Huhn, bleib hier. Ich brauch doch dein Fleisch. So. Dann haben wir doch die Zeit noch gut genutzt hier. Wir machen jetzt das POI noch fertig. Und dann ist es auch hier eine super Sache. Er ist sehr kolbig, er kommt nicht hoch. Haben wir hier schon den Endloot? Wo kommt der raus? Wo kommt der hin? Wo geht der her?
Bloß nicht alle auf einmal, ne? Halt die Schnauze! Mann. Yeah! So, wo noch? Haben wir noch zum Lesen? Klingen und Erntewerkzeuge. Sehr schön. Von hinten, da bist du, Mädel. Gut, da legst du nieder. So, seid ihr Ledersessel? Ja. Sehr schön. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Okay, Bücher. Wo ist auch 10% mehr Schaden an Kojoten? Money zum Verchecken. Jawohl. Medizinische Vorräte. Gipsverband kann man bauen. Was haben wir hier drin? Handwickel, Stufe 5. Dann haben wir die Sachen hier. Und eine Passengas. Sammelwerkzeuge, Auto, Reifen und anderes Zeug. So, haben wir noch Schuhe. Für Rüstungsplatten, sehr geil. Federn brauchen wir nicht. Die nehmen wir aber mit. Alter, was bist du denn? Ein Nerd-Outfit. Fertigungszusatzchance. Ach, Fertigkeitspunkt. Zusatzchance plus 5%. Das ist eine schwere Rüstung. Werkzeuge und Waffen nutzen sich langsam ab, okay. Fertigkeitspunkt Zusatzchance, das klingt interessant. Das klingt sehr interessant. Das nehmen wir mal mit. Und auch wenn wir es nur verkaufen, aber es klingt sehr interessant. Cool. Okay, wir haben hier aber alles. Kommt man da hoch? Ich glaube nicht, ne? Geht's da hoch? Nee, ne? Toilette noch durchsuchen. Gut. Oh, da hinten ist noch. Ah, das ist noch eine Passengas. Jawohl. Reparaturwerkzeuge, Erntewerkzeuge, noch ein Reifen und Benzin. Lass das Papier hier. Das nimmst du mit. So, Lieben, ich würde sagen. Das ist doch so ein Kack-Arschloch-Hund, ne? Du. Ja, halt die Backen! Ja, komm! Ich zieh's aus den Rippen. Tier, vertrau mal nicht, ich brauch dein scheiß Leder. Jawoll. Sehr schön. Haben wir den auch. Gut, dann fahre ich nochmal schnell nach Hause und wir sehen uns dann am Montagabend hier wieder. Und dann machen wir zu Beginn gleich hier die Nachtmission. Ich freue mich sehr drauf, es wird super werden. Ne, der Build ist übelst gut bis jetzt. Die Laterne ist hier am Schweben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht es gut. Bleibt gesund. Und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen, fürs Dranbleiben. Euch noch ein schönes Restwochenende und bis Montag, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.